Ferienzeit gleich Urlaubszeit. Das scheint in diesem Sommer trotz Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wieder zu gelten. So bleibt in Deutschland zurzeit die Zahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau. Anders sieht das dagegen auf Mallorca aus. Sommer, Sonne, Delta-Virus, so sieht in etwa die zwiespältige Stimmungslage auf Mallorca aus. An der Playa de Palma herrscht Normalbetrieb, die Strände sind mehr als gut gefüllt. Sorge macht die steigende Inzidenzzahl. Sie liegt auf den Balearen bei knapp 100. Wird Mallorca wieder zum Risikogebiet? Naja, ist halt kein Wunder. Also, wenn man sich gestern Abend mal angesehen hat, wie viele Leute hier so feiern und allgemein Alkohol konsumieren und die Polizei dagegen nichts macht. Ich finde das schon sehr beängstigend hier auf der Insel. Und bin letztendlich auch froh, dass wir heute abreisen. Wir sind jetzt fast 2 Wochen hier und die Zahl ist massiv gestiegen. Für einen Anstieg der Zahlen sorgten auch junge Spanier. Sie hatten in großen Gruppen ihren Schulabschluss auf Mallorca gefeiert und damit für einen Corona-Ausbruch gesorgt. Mehr als 2000 junge Leute wurden positiv getestet. Die meisten von ihnen sind inzwischen abgereist. Solche Schlagzeilen sorgen natürlich für Unruhe bei den Hoteliers. Sie brauchen dringend eine gute Sommersaison. Ja, es ist natürlich ärgerlich, wenn dann eine kleine Gruppe im Prinzip dann verantwortlich ist dafür, dass ein ganzes Zielgebiet wie Mallorca jetzt eben in Verruf kommt, zu Unrecht. Aus meiner Sicht ist das Ganze tatsächlich eine punktuelle Geschichte. Noch herrscht am Flughafen von Palma Hochbetrieb. Dort reisen auch viele Briten ein. Weil sich in ihrer Heimat das hochansteckende Delta-Virus ausbreitet, müssen sie einen negativen PCR-Test vorlegen. Deutsche Urlauber brauchen das derzeit nicht. Aber wie lange noch?